Hallo euch allen, da sind wir dabei Madden NFL 19. Wir sind zurück in den Solo Battles. Wir haben das zweite Spiel der Solo Battle Woche zu spielen und es geht gegen die Los Angeles Rams. So, wieder auf Ultimate. Das zweite Spiel. So, wir empfangen die Rams hier zu Hause im AT&T Stadium. Also, wir spielen in Austin, in Texas und die Rams dürfen das Spiel per Kickoff eröffnen. Der Ball ist in der Luft. Sanders nimmt ihn auf an der 1-Yard-Linie. Und der Return geht über die linke Seite, aber nicht besonders weit. Da ging der Spin-Move aber mal komplett in die falsche Richtung. So, das heißt, wir haben einen ersten und 10 an der 23-Yard-Linie. So, wir sind beim Solo-Battle. Also erst einmal das Laufspiel etablieren. Ezekiel Elliott ist unser Running Back im Backfield. Oh, da hat eine wunderbare Lücke in der Mitte. Ist immer noch auf den Beinen und kommt bis an die 37. Schicker erster Versuch für die Cowboys. So, jetzt laufen wir einmal über die Außen. Über die Mitte können wir auf jeden Fall schon mal attackieren. Das haben wir ja gerade schon gesehen. So, laufen wir die linke Seite über Zeke Elliott und der bekommt wunderbare Blocks. Außer der letzte hier vom Wide Receiver, aber bis dahin war es gut, also wieder ein guter Run. Zweiter Versuch und 6. So, nehmen wir jetzt auch nochmal den Inside Zone. Da haben wir die drei Hauptvarianten im Running Game eigentlich schon einmal durchgetestet. Wieder Elliott, da kommt ein Blitz von der linken Seite, aber da wir eh Richtung rechte Seite laufen. Uiuiui. Da ist der Block aber mal wirklich pulverisiert worden, um es vorsichtig auszudrücken. Wir haben einen dritten und 6. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so witzig. Wir werden also passen müssen. Gleich also der erste Passspielzug hier in der Challenge. Nehmen wir den. Jetzt habe ich mich, glaube ich, gerade vertan. Jetzt habe ich den Bench genommen. Kann ich ja noch per Audible reagieren auf einen Slant? Blödeste Flagge, die man im Football kriegen kann. Delay of Game. Ja, da ist Jaron Gaylord zu Recht angepisst. So wird aus einem dritten und 6 ein dritter und 11. Jetzt haben wir es zumindest leichter von der Spielzugauswahl. Da kann ich jetzt noch die Four Verticals nehmen. Heißt, wir attackieren die Mitte mit Jarwin und mit Keyshawn Johnson. Wir haben nur einen Safety da hinten stehen. Wir gehen den langen Ball auf Keyshawn Johnson und der hat ihn und das ist der Touchdown für die Dallas Cowboys. 64 Yard. Es ist immer sehr, sehr gefährlich, mit nur einem Safety dorthin zu spielen, wenn du gefährliche Wide Receiver hast. Und bei der Formation eben haben wir drei Wide Receiver Richtung Endzone geschickt. Irgendeiner von den dreien musste frei sein. Es war Keyshawn Johnson. 7:0 Cowboys. Da sah es so aus, als ob die Rams meinen Drive schon gestoppt hätten. Mit diesem dritten und 11, auch durch meine Blödheit, was das Achten auf die Playclock angeht. Aber das Gegenteil war der Fall. So, kein Return. Wir sehen einen ersten und 10 an der 25-Yard-Linie. Da habe ich gerade schon Baker Mayfield gesehen als Quarterback, ja. In dem vergangenen Draft, der Number One Pick der Cleveland Browns, hat eine riesen Saison gespielt, nachdem Jackson nicht mehr der Head Coach war. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was in Cleveland in der kommenden Saison passiert. Die haben unwahrscheinlich viele Prime-Spiele, die also landesweit übertragen werde. Und ich glaube, das ist mit Cleveland auch eine gute Wahl. Die Franchise wird hochinteressant. Erster und 10, Baker Mayfield. Es geht über einen Lauf über Walter Payton, wenn ich es richtig gesehen habe. Der verliert aber ein Yard. Wir haben einen zweiten Versuch und 11. Wieder eine Completion. 3 Yards Raumgewinn. Wir haben einen dritten und 8. Das heißt, wir zwingen die Rams gleich mal in einen dritten und langen Versuch hinein. Ich gehe wieder auf meinen Left End. Die Marcus Lawrence.
Oh, ein schwacher Ball von Mayfield. Da hat er eigentlich noch genug Zeit gehabt und dann wirklich ein sehr unplatzierter Pass. 4. und 8. Die Rams müssen punten. So, der Ball ist unterwegs. Geht bis an die 22-Yard-Linie. Sanders mit dem Return. Oh, er kommt bis an die 42-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Cowboys. 38 Sekunden haben wir noch zu spielen hier im ersten Quarter. Da kommt ein Blitz von der rechten Seite. Dann laufen wir doch mal lieber über die linke. Oh, ein schöner Spin-Move von Elliott, der das neue First Down bringt. Da habe ich schon gedacht, das wird ein Tackle for Loss. Dann dreht er sich aus dem heranstürmenden Angriff des Linebackers heraus, holt das First Down. Die Cowboys sind an der 46-Yard-Linie der Rams. Wieder ein Lauf durch die Mitte, wieder ist Elliott unser Ballträger. Es kommt wieder ein Blitz. Und diesmal haben sie Elliott. Ich wollte noch nach rechts ausweichen, weil die linke Seite komplett zu war. 2. und 13, das war der letzte Spielzug im ersten Quarter. 7:0 für die Cowboys, dank dieser Touchdown-Bombe von Prescott auf Keyshawn Johnson. 2. und 13, wir bleiben noch beim Lauf. Wir sehen, dass wir diese 13 Yards ein bisschen knapper machen für einen eventuellen dritten Versuch. Oh, da hat der Linebacker wirklich nur drauf gewartet, dass sich Elliott zeigt. Wir haben einen 3. und 13 vor Verticals. Ball ist an der 49-Yard-Linie der Rams. Wir attackieren die Mitte mit Jarwin und mit Keyshawn Johnson. Und da ist mein Tight End Muttersehen allein und der läuft nicht durch. Der Ball kam ein bisschen früh. 4. Versuch und 2. Der Ball ist an der 39-Yard-Linie. Von dort kann ich kein Field Goal schießen. Also versuchen wir, ein First Down zu holen. Wichtiger 4. Versuch. Es geht über Elliott, über die linke äußere Seite. Das ist das First Down. Und mehr. Und viel mehr, denn es ist der Touchdown für Dallas. Schönes Spin-Move von Zeke Elliott an der linken Außenseite. Und die Cowboys führen mit 13:0 vor dem PET. Der ist auch gut. 14:0 Dallas, 7 Sekunden vor dem 2-Minute-Warning. Kickoff ist unterwegs, geht bis in die Endzone, Kneel Down. Wir haben einen 1. und 10 an der 25-Yard-Linie. So, wir blitzen mit dem Under Smoke. Und mal schauen, ob wir Baker Mayfield nochmal mit einem 3 and Out wieder direkt vom Feld schicken können. 1. und 10, Los Angeles. Lauf Walter Payton und da ging überhaupt nichts. Wieder ein Tackle for Loss. Oh ne, er hat es noch in die Line of Scrimmage geschafft. Wir sind beim 2-Minute Warning. 2. Versuch und 10 für Los Angeles. Ich bekomme keinen Blitz. Dann nehmen wir die Cover 3 Sky Defense. Oh nein! Die Chance für den Sack für die Marcus Lawrence. Die Marcus Ware macht es aber dann. Wir haben einen 3. und 11. Nehmen wir den Strong Safety Blitz. Da ist viel Bewegung bei den Cowboys im Backfield. Und eine Interception. Xavier Woods, mein Safety, schnappt sich das Ding. Und damit haben die Cowboys einen 1. und 10 an der 40-Yard-Linie von den Rams. Da können wir uns jetzt natürlich schon einen relativ schicken Vorsprung herausspielen. Nehmen wir die Double Slams. Heißt, wir schicken Owens und Johnson von der linken und Cooper von der rechten Seite auf Standouts. Ein Tight End rufe ich mal zurück zum Blocken. Und da ist die linke Seite komplett frei. Amai Cooper springt in die Endzone zum Touchdown für die Cowboys.
Das ist zu einfach. Die Rams kriegen die Cowboys nicht kontrolliert. Kick ist unterwegs. Es steht 21:0 für Dallas. 1 Minute 29 haben wir noch zu spielen hier im zweiten Quarter. Die Rams bekommen hier mit ihrer Offense den Ball zuerst mit Beginn der zweiten Halbzeit, aber jetzt brauchen sie einen Touchdown. Sonst nutzt ihnen das alles nichts mehr. Scoren sie jetzt einen Touchdown, vielleicht dann mit diesem ersten Drive in der zweiten Halbzeit einen weiteren. Haben wir hier ein 7-Punkte-Spiel, alles wieder offen. Aber jetzt müssen sie liefern. Sie haben noch nicht mal einen First Down geschafft. Erster Versuch und 10. Peyton geht in Motion. Bekommt den Ball. Und verliert trotz Catch 3 Yards. Zweiter und 13. Der Ball ist an der 22-Yard-Linie. Schöner Tackle. Ball ist an der 27. Wir haben einen dritten Versuch und 8. Walter Payton bekommt den Ball. Und das ist kein First Down. Ganz konservative Spielzugauswahl bei den Rams. Und so schaffst du zwar Completions, aber du holst keine First Downs. Sanders nimmt den Ball auf an der 22-Yard-Linie. Immer noch auf den Beinen. Jetzt, nein, jetzt haben sie ihn erwischt. Da wollte er sich gerade nochmal hochrappeln. Der Ball ist an der 43-Yard-Linie. 17 Sekunden sind noch zu spielen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, wir probieren es nochmal. 4 Verticals. Ich achte auf meine beiden Wideouts, abhängig davon, was die Safeties machen. Beide Safeties gehen zurück. Dadurch ist der Tight End in der Mitte frei. Und wir haben einen First Down an der 28-Yard-Linie. Nehmen unsere erste Auszeit. Wir haben noch 10 Sekunden auf der Uhr. Probieren wir direkt nochmal wieder mit den 4 Verticals zu arbeiten und in die Endzone zu kommen. Nur ein Safety. Die Konstellation kennen wir ja schon. Oh, der ist überworfen. Der war nicht gut geworfen von Prescott. Da war zu viel Druck dahinter. 2:10, 6 Sekunden vor dem Ende. Ich probiere noch einen Ball. Einen probieren wir noch. Diesmal sind die Cornerbacks zurückgezogen. Aber wir loppen den Ball. Oh, war der in Bounce? Nein, war er nicht. 3:10. Jetzt eine Sekunde vor der Uhr. Bleibt nur noch der Field Goal Try. Der ist vorbei. Ah ja, der war schlecht. Der war aber richtig schlecht. Damit endet die erste Halbzeit. Wir führen nur in Anführungszeichen mit 21:0 gegen die Rams von Sean McVay. Wir sehen den Kickoff zu Beginn der zweiten Halbzeit. Der Ball geht bis in die Endzone. Das wird also keinen Return geben. Kneel down. 1:10. An der 25-Yard-Linie für Baker Mayfield. Und die Offense der Los Angeles Rams. Wir blitzen mit beiden Safeties. Heißt, Thomas und Woods kommen beide nach vorne. Und das ist ein Fumble und die Cowboys haben direkt den Ball wieder. Was für ein Hit. Ballbesitz Dallas an der 22-Yard-Linie. Halfback Toss, Lauf über die Außen. Wir laufen mit dem Toss also parallel zur Line of Scrimmage über Zeke Elliott über die linke Seite. Ball ist an der 13-Yard-Linie. Wir haben einen zweiten Versuch und 1. So, wir nehmen den Stick. Johnson und Owens auf Slant Routes auf der linken Seite. Jarwin ist meine Sicherung. Aus dem Lauf auf Keyshawn Johnson. Das ist der Touchdown für die Cowboys. Diesmal haben sie es richtig gemacht. Keyshawn Johnson ist heiß, definitiv. Oh, der ist ja noch gut, ja, aber da kann ich eigentlich nichts für. Der war so schlecht geschossen.
Ich habe schon wieder Kicking-Probleme. 28-0 Dallas. Ich glaube, wie gesagt, die Rams hatten nochmal die Chance, sich heranzukämpfen, wenn sie denn vor der Pause und mit ihrem ersten Drive hier gescored hätten. Und jetzt steht es 28-0. Immer noch kein First Down. Ich glaube, da kann man schon von einer gewissen Vorentscheidung sprechen, die hier im Spiel eingetreten ist. Erster und 10 von der 25. Walter Payton findet eine Lücke. Kommt immerhin bis an die 30-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 5. Der beste Laufversuch der Rams bisher im Spiel. Ball ist an der 30-Yard-Linie. Wieder Walter Payton, da wird der gerade noch am Schnürsenkel erwischt von Jalen Smith und die linke Seite wäre komplett offen gewesen. Wir sehen einen dritten Versuch und 6, also immer noch kein First Down und schon wieder ein dritter, diesmal aus der mittleren Distanz, die Rams gehen müssten. Odell Beckham Jr. geht in Motion. Spielt ja halt Cleveland, spielt ja hier. Incomplete Pass. Vierter und 6. Wieder sehen wir einen Punt der Los Angeles Rams. Kick geht bis an die 25. Sanders nimmt den Ball auf, retourniert bis an die 44-Yard-Linie. So, erster Versuch und 10. Lauft durch die Mitte. Das können wir jetzt. Ich werde es zumindest versuchen, hier nach einigermaßen nach Hause zu laufen, Zeit von der Uhr zu nehmen. Geht über Elliott durch die Mitte. Da wäre ich nicht in meinen eigenen Vorblocker hineingelaufen, wäre da auch noch mehr möglich gewesen. Wir haben einen zweiten Versuch und 3. Oh, den Play-Action Bubble J Over, den muss ich einfach nehmen. Den spiele ich so gerne. Wir schauen links auf Terrell Owens. Jarwin greift wieder einmal die Mitte an. Und da hinten ist wieder nur ein Safety. Da sagt mein Tight End leise Dankeschön. Der Ball ist an der 23-Yard-Linie. First Down für die Dallas Cowboys. So, wir nehmen jetzt einmal Terrell Owens als Running Back. Der kommt von der rechten Seite, bekommt hinter Prescott den Ball in die Hand gedrückt. Und erzielt einen Rushing TD. Terrell Owens wieder in der Endzone. Definitiv, glaube ich, sein erster Rushing TD in der ganzen Saison. Der PET ist unterwegs. Wir haben ein 35-0. Das ist schon eine ganz üble Klatsche, die Rams sich hier abholen. Aber da, was soll man machen? Wenn du eine Offense hast, die nicht einen First Down im ganzen Spiel schafft, brichst du als Defense irgendwann ein und kriegst Punkte reingedrückt, dass es nur so knallt. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Wir haben noch 31 Sekunden zu spielen. Erster Versuch und 10. Und das ist der nächste Fumble, den die Rams aber selber noch sichern konnten. Zweiter Versuch und 5. Es laufen schon die letzten paar Sekunden des dritten Quarters. Walter Payton versucht es durch die Mitte, wird gestoppt. Und das war das Ende des dritten Quarters. Wir gehen gleich rüber ins Schlussviertel. Wir haben einen dritten Versuch und 6. Ball in der 29-Yard-Linie. Wow, schöner, harter Hit. Wir haben einen vierten Versuch und 6. Man kennt das ja schon. Immer noch kein First Down für die Rams. Der nächste Punt. Sanders freut sich an der 21-Yard-Linie. Da wäre ich besser über die rechte Seite gelaufen. Links war da schnell alles zu. Da wussten die Rams, glaube ich, genau, was ich vorhabe. Erster und 10 an der 40-Yard-Linie. So, mein Playbook wird jetzt natürlich ziemlich aufs Laufspiel reduziert.
geht über Zeke Elliott über die linke Seite. Oh, der hatte eine Lücke und wird gestoppt. Da war sein größter Feind am Anfang die Seitenlinie. Erster und 10 an der 37. Da kommt ein Blitz von der rechten Seite. Dann laufen wir doch mal lieber weg vom Blitz. Über die linke Seite. Elliott. First down und wird wirklich weggenatzt. An der 24-Yard-Linie ein neues First Down für die Cowboys. Schön ist, wir nehmen jetzt schon mal so ein bisschen Zeit von der Uhr. Lauf durch die Mitte. Es geht schon mit Riesenschritten Richtung Two-Minute Warning. Eddie George ist jetzt der Running Back. Von links kommt wieder ein Blitz. Eddie George sucht eine Lücke. Das war, glaube ich, weder Raumgewinn noch Raumverlust. Aber doch ein Yard haben wir gemacht, 2009. Wir sind beim Two-Minute Warning. Es laufen jetzt hier die letzten 2 Minuten in dieser Partie. So, Lauf über die Außen. Elliott ist wieder auf dem Feld. Es soll über die linke Seite gehen. Elliott immer noch unterwegs und ist wieder in der Endzone. Touchdown Cowboys. Der Kick ist gut und es steht sage und schreibe 42:0 für die Cowboys. Kein gutes Play, was die Rams hier zeigen. Jetzt haben sie vielleicht nochmal eine Chance, zumindest mal einen First Down zu erzielen. Das wäre ja schon für diese Offense ein echter Erfolg. Sie beginnen damit wieder einmal an der 25-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Vollständiger Pass. Gutes Play von Mayfield. Zweiter Versuch und zwar in der 33-Yard-Linie. Ja, da sieht man ja, die Rams können ja kurze, schnelle Pässe anbringen. Das hätten sie nur viel, viel öfter und viel, viel durchgehender machen müssen. Und das ist das erste First Down. Die Rams haben es geschafft. First Down in der 37-Yard-Linie. Anderthalb Minuten vor dem Ende holt Julian Edelman, der Patriot, für die Rams hier das erste First Down. Hat jetzt seinen Pass verlängert um 2 Jahre. Kam eben noch über den Ticker. Ich glaube, da besteht gar keine Frage, dass er sich das zum einen verdient hat, zum anderen müssen das die Patriots auch tun. Hier sehen wir eine False Start, 5 Yards gegen die Offense. Heißt, aus dem 1. und 10 wird ein 1. und 15. Baker Mayfield wirft wieder vollständig, wieder ist Edelman das Ziel. Zweiter Versuch und 11. Wir blitzen mit dem Mitblitz, heißt wir ziehen unsere Linebacker in die Line of Scrimmage, um auf dem schnellsten Weg durch die Mitte Druck auf Mayfield aufzubauen. Marcus Lawrence kommt nicht durch, aber unsere Jungs da hinten passen gut auf, machen den Tackle 3. und 6. Ball an der 41-Yard-Linie. Incomplete Pass. Ich weiß nicht, wen Baker Mayfield da vermutet hat, aber da war einfach keiner. 4. Versuch und 6. Wir sehen den nächsten Punt der Rams. Der war mal ordentlich. An der 3-Yard-Linie kommt die Offense der Cowboys wieder aufs Feld. 1. Versuch und 10. So, wir laufen über die Außen, Halfback Stretch Arc. Schauen wir uns das mal genau an. Geht über. Oh, da kommt von
Von der linken Seite wieder ein Blitz. Da gehen wir doch dann mal lieber über die rechte Seite. Und Elliott bleibt den Bounce, kann sich da durchsetzen. Immer noch auf den Beinen. Jetzt erst ist er getackelt an der 29-Yard-Linie. Ganz, ganz starker Run auch hier wieder vom Running Back der Cowboys. Play Action Fake Quick. Wir schicken Terrell Owens von der rechten Seite kommend in Motion. Den werden wir uns konzentrieren, wenn da keiner mitgeht. Aber es geht einer mit, dann gehen wir über die Mitte über Keyshawn Johnson. Und das war das letzte Play im Spiel. Wir schlagen die Rams also mit 42:0. Bittere Niederlage hier für Sean McVay. Aber wir wissen alle, der wird die wegstecken und umso besser wiederkommen. So, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.